Hallo ihr da am Livestream. Herkommen. Aber jetzt wird es langsam Zeit. Freunde, ich habe mir heute keine Rede vorbereitet, hatte beruflich gesehen keine Zeit dafür. Habe aber zwei Sachen oder drei Sachen anzusprechen. Lutz hat es gerade schon kurz angesprochen mit der Linken und der damaligen SED. Als dass die Linke die Rechtsnachfolger der SED sind. Ihr dämlichen roten Socken, rückt die Milliarden raus, die ihr in der Schweiz noch gebunkert habt, die ihr von dem Volk der DDR abgepresst habt. So, und da bin ich gleich bei den nächsten Roten. Ich habe gerade so einen Zettel gekriegt von der IG Metall, wo sie aufrufen zur großen Unteilbar-Sachsen-Demonstration am 24.08. hier auf dem Altmarkt. Wie ich immer sage, nimm mir doch nicht meinen Gag weg, wie ich immer sage, unheilbar. Plakate und Handzettel für den Betrieb gibt es in den IGM-Geschäftsstellen sowie auf Nachfrage bei euren betreuenden Gewerkschaftssekretärinnen. Freunde, Herr Willi Eisele und Herr Stefan Ely, kriecht einfach in das Loch zurück, aus dem ihr gekrochen seid. Freunde, tut mir leid, aber ich kann dieses ganze rote Gepratze einfach weder sehen, noch lesen, noch hören. Bei mir ist es einfach rum, wenn ich sehe oder wenn ich selber noch mit 14 Jahren die Erfahrung gemacht habe, wie genau dieselben Leute, die jetzt so eine Briefe schreiben, zu DDR-Zeiten ganz vorne mitgestanden, dann am 1. Mai ihr Fahrrad geschmückt haben und mit dem Fähnchen da standen. Ich hatte die Woche asiatische Gäste. Hatte 1684 Kilometer Zeit, mich mit denen zu unterhalten. Weil natürlich die Bahnverbindungen in Deutschland so beschissen waren, dass die gesagt haben, nee, das machen wir nicht wie bei uns in Asien, sondern wir lassen uns fahren. Nach 3 Stunden haben wir uns dann so ein bisschen auf Englisch unterhalten, was die politische Situation in Deutschland und Europa angeht. Die haben ganz langsam vorgefühlt, wo sie denn da gelandet sind, bei welchem Fahrer. Und wo dann rauskam, wie meine Einstellung genordet ist. Ich habe noch nie Asiaten gesehen, die so aus sich rausgegangen sind. Das ist relativ schwierig bei den Jungs. Auf Englisch muss ich jetzt nicht wiederholen. Was zur Hölle ist los mit euch in Europa und in Deutschland? War wirklich jede zweite Frage von denen. Die verstehen es einfach nicht mehr, wenn die sich hier in Deutschland bewegen und irgendwelche eingewickelten Frauen sehen. Und dann sagt dann eine, ja, hier bei uns in China haben wir ja so diverse, wie hat er es genannt, Bildungszentren. Wo eben Menschenrechte gelehrt werden, wo ein vernünftiger Umgang gelehrt wird von den Menschen untereinander. Natürlich heißen die dort nicht, die heißen dort Uiguren, sollte der eine oder andere vielleicht schon mal gelesen oder gehört haben. Auf jeden Fall sind wir durch Polen durchgefahren und dann nach Deutschland rein und nach Frankfurtistan. Die Jungs waren völlig fertig, wir sind ja auch abends dort angekommen. Und wie gesagt, die haben es gar nicht verstanden, der ganze Bus hat es nicht verstanden. Die sagen, selbst dort in Nachrichtensendungen im asiatischen Raum wird über diese Migration, übers Mittelmeer von Afrika und aus diesen Möchtegern-Kriegsländern, wo gar kein Krieg mehr herrscht, die verstehen es einfach nicht. Die ganze Welt lacht mittlerweile über uns in Deutschland und in Europa. Und die Leute sitzen zu Hause auf der Couch und spielen sich an den Fußnägeln. Das kann doch verdammt nochmal nicht wahr sein. Ihr müsst euch bewegen. Wieso hätte ich sagen sollen, die spielen sich an Eiern? Herr Bachmann, fangen Sie nicht damit an, Sie wissen ganz genau, mit wem Sie hier sprechen. So, nein, Freunde, es ist einfach so, wenn es nicht wirklich bald passiert, dass in anderen Städten auch noch mal ein paar Leute mehr auf die Straße gehen, sich einfach mal ein paar noch die dazugehörigen Testikel wachsen lassen, dann ist das Ding, dann ist der Drops in Deutschland wahrscheinlich über längere Zeit gelutscht. Also reißt euch hoch, wenn eure Kinder
nicht eingewickelt irgendwann zur Schule gehen sollen. Reißt euch hoch, wenn ihr weiterhin das essen sollt und könnt, was ihr wollt. Wenn nicht irgendwelche Vorschriften von irgendeiner Wüstenreligion euch euer tägliches Leben verschießen. Entweder ihr geht raus oder ihr lebt mit dieser ganzen Scheiße. Aber fangt nicht an, euch nach 5 Jahren zu beschweren. Ach, hätte ich doch, ach, hätten wir doch, wir hätten doch müssen und so weiter und so fort. Der braucht sich dann gelutscht. Und eins ist Fakt, es ist ja nicht nur das asiatische Ausland. Ich komme ja nur wirklich viel rum, habe viel mit Ausländern zu tun. Die schütteln alle nur noch den Kopf. Aber das Schöne ist, weil wir gerade heute relativ viele Schreikinder da haben, die aus Chemnitz zugereist sind. Wenn es Mr. Trump in den USA tatsächlich hinbekommen sollte, die Symbole dieser sogenannten Antifa, die eigentlich nur eine Fah ist, zu verbieten, sprich die Fahne und so weiter und so fort, dann können wir euch eins garantieren. Keiner von euch, der dort hinten steht, wird jemals in den Staaten studieren oder arbeiten, weil ihr kommt nicht mal aus Deutschland raus und schon gar nicht mehr dort rein. Okay, ich habe Arbeiten gesagt, Entschuldigung. Und eins ist Fakt, seid euch gewiss, es sind schon genügend Leute dabei unterwegs, Fotos von euch zu sammeln mit dieser vielleicht bald verbotenen Fahne. Viel Spaß, wenn ihr irgendwann mal versucht, in Nordamerika einzureisen. Gute Reise, gute Besserung. Und damit bin ich für heute am Ende. Wir sehen uns ja in 2 Wochen wieder hier. Die letzte Kundgebung vor der Wahl. Da haben wir auch noch eine Überraschung dabei. Bringt euch ein paar Beutelchen mit, es wird Informationsmaterial geben, was ihr die ersten 2 Wochen erstmal nur bei uns bekommt. Mehr kann ich noch nicht sagen, aber es wird eine großartige Veranstaltung. Das letzte Mal vor der Wahl auf der Straße, lasst uns dort Masse und Gesicht zeigen, weil irgendwann kommt kein Fernsehsender mehr an dieser Sache vorbei, wenn wir nur wieder groß genug werden. Danke Dresden. Danke Sigi. Ergänzung.